So, herzlich willkommen. Schön, dass ihr noch da seid. Ich hoffe, es hat geschmeckt. Ich bin ja klassisch immer derjenige, der nach der Mittagspause kommt, wenn alle so im absoluten Fresskoma sind. Ich freue mich, dass ihr trotzdem da seid. Wir haben extra das Licht ein bisschen gedimmt. Wer wegnickt, kann wegnicken. Ich versuche es aber einigermaßen unterhaltsam zu machen. Wer hat schon mal einen Vortrag von mir gesehen? Mal bitte Hand hoch. Oha, okay. Alles gut. Dann halte ich die Vorstellungsrunde kurz. Also, es geht ums Thema KI oder KU. Macht der Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Agentur Sinn? Wo macht er Sinn? Und genau. Ganz kurze Vorstellungsrunde. Thorsten Bastian heiße ich. Hab zur Überraschung meiner Eltern 1999 Abi gemacht, also ist schon ein paar Tage her. Und habe dann irgendwann mal meine erste Multimedia-Agentur gegründet, vor 23 Jahren. Also ich glaube, es sind Leute im Publikum, die sind jünger als diese Geschichte irgendwie hier. Und habe dann tatsächlich nochmal Diplom-Medienwissenschaften mit dem Schwerpunkt Medienpsychologie studiert. Kann also auch gar nicht programmieren. Deswegen werde ich hier immer so ein bisschen als der Pausenclown gebucht nach der Mittagspause, weil das immer so die leicht verdaulichen Geschichten sind. Genau, habe dann verschiedene Agenturen gegründet und so weiter und bin tatsächlich relativ früh immer auf so Themen wie Podcasts. Ich habe irgendwie 1996 den ersten Podcast abonniert. Da gab es, glaube ich, 40 Podcasts weltweit. Da war man schon so ein Alien. Dann habe ich vor einem Jahr mit so AI-Tools angefangen. Da war das auch noch irgendwie relativ exotisch. Und darum soll es heute auch gehen tatsächlich. Wer von euch hat schon mal ein AI-Tool, eine künstliche Intelligenz genutzt? Okay. Lasst mal ganz kurz die Hand oben. Wer hat ein künstliches Tool genutzt? Einfach oben lassen, was nicht ChatGPT war. Okay, wird schon weniger. Midjourney? Okay. Also es gibt ein paar neue Tools. Gute Antwort. Ja. Danke euch. Was erwartet euch? Also, wir machen erstmal so ein bisschen die Überlegung, macht das Sinn? Warum macht das Sinn? Ich muss tatsächlich sagen, ich bin wieder als Freelancer unterwegs und ich würde das, was ich tagtäglich zu tun habe, heute fast schon nach einem halben Jahr extensivem Einsatz nicht mehr schaffen ohne diese Tools. Einfach weil man wahnsinnig viel schneller sein kann, weil man wahnsinnig viel mehr abarbeiten kann. Deswegen würde ich vorneweg schon mal, kleiner Cliffhanger, ich würde auf jeden Fall sagen, es macht Sinn und ich zeige euch ein paar Tools heute, wo ihr dann sagt, okay, das macht tatsächlich Sinn. Das heißt, wie funktionieren diese Tools momentan? Vielleicht auch noch für diejenigen, die da sitzen und sagen, ich weiß noch gar nicht so, wie ist denn der Stand der Dinge, wie künstlich oder wie intelligent ist die künstliche Intelligenz? Machen wir auch einen ganz kurzen Ausflug und dann zeige ich euch einfach ein paar Dienste. Und ich glaube, da ist das ein oder andere Neue auch mit dabei. Genau, und wenn wir noch Zeit haben vor dem Gruppenfoto, dann machen wir einfach zusammen einen Austausch und ich schreibe gerne auch hier vorne mit und wenn ihr irgendwelche coolen Tools habt, sagt kurz, was die machen. Wir schreiben die URL mit rein und ihr könnt euch irgendwie im Anschluss schicke ich einfach die Präsentation rum, dann habt ihr da eine komplette Linksammlung. Genau. Es gibt ja verschiedene KI-Tools. ChatGPT kennt sicherlich der meiste oder die meisten. Da geht es ja einfach darum, Texte zu generieren. Ich stelle eine Frage, ich kriege eine Antwort, ich sage, schreib mir mal eine Mail, wo ich einen Mitarbeiter kündige. Dann schreibt er das total nett und fluffig, sodass man am Ende noch denkt, ach Wahnsinn, das ist aber wertschätzend. Ja. Ich habe eben mit jemandem, dessen Namen ich nicht nennen möchte, gesprochen, der sagte, ich schreibe immer ganz, ganz fiese E-Mails an meine Kunden und lasse sie dann in ChatGPT für meine Kunden übersetzen. Sodass sie nicht ganz so unfreundlich klingen, aber man hört durchaus raus, was ich sagen möchte, sagte er. Es gibt aber auch Tools, mit denen kann ich Videos generieren, mit denen kann ich Fotos generieren, also die wildesten Dinge. Ich habe in Vorbereitung auf den Workshop heute oder den Vortrag, habe ich mal versucht, meine Stimme zu ja, tatsächlich einzusprechen bzw. künstlich generieren zu lassen. Die haben mir leider gesagt, es dauert 4 Wochen. Also, wen das interessiert, kann ich nachliefern, ist leider noch nicht fertig. Ich habe erst vor 4 Tagen damit angefangen. Aber ich habe erste Tests gemacht, das ist der absolute Hammer. Ja? Wenn ihr euch dann noch vorstellt, dass ihr einen eigenen Avatar von euch machen könnt, es gibt erste YouTuber, die machen ihre kompletten Videos nur noch mit ChatGPT und den Rest machen diverseste KI-Tools.
Zugegebenermaßen, manchmal sind die Dinge so ein bisschen verwirrend, was da rauskommt. Ich habe beispielsweise mal eine KI gefragt, beziehungsweise jemand aus Amerika hat gesagt, ich brauche für eine neue Biersorte einen Videoclip und einen Werbespot und den möchte ich euch nicht vorenthalten. Schaut euch den mal an, dann kann sich, glaube ich, jeder so ein bisschen Urteil darüber bilden, wie weit sind wir da und wie intelligent ist künstliche Intelligenz. Viel Spaß. Es wird verwirrender, je länger der Spot läuft, übrigens. Topspot, also ich habe richtig Durst auf ein Bier. Es wird übrigens immer schlimmer, je öfter man ihn sieht. Hier ist der Spot nochmal. Viel Spaß. Einfach mal auf die Details achten. Kann große Dinge erwarten. Übrigens, aller guten Dinge sind drei. Nein, Quatsch, war Spaß. Stattdessen habe ich euch einen Hamster mitgebracht, der durch den Weltraum fliegt. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Ich frage euch mal, wir machen ein kurzes Quiz. Was haben die folgenden drei Dinge gemeinsam? Der Zahnarzt, die Firma Weight Watchers, ich hoffe, die kennt man auch in Österreich und in der Schweiz. Und eine Internetagentur, beziehungsweise ihr vielleicht als Programmierer und Freelancer. Zahnarzt, Weight Watchers, Internetagentur. Ja? KI? Okay. Ja, ich habe jetzt mal unabhängig von KI gedacht, aber ja. Ja, kostet Geld, das ist schon gut. Die Richtung ist auf jeden Fall richtig. Ja, Dienstleistung. Im Grunde genommen habt ihr alle recht. Sowohl beim Zahnarzt als auch bei den Weight Watchers als auch in der Agentur zahlt der Kunde ja nicht für den Weg dahin. Natürlich zahle ich, wenn ich zum Zahnarzt gehe, für meine Zahnreinigung oder dafür, dass er mir eine neue Plombe verpasst. Aber eigentlich zahle ich ja für das Ergebnis, dass ich schöne Zähne habe, dass ich eine neue Webseite habe oder eben, dass ich 20 Kilo abgenommen habe. Habe ich übrigens nicht. Es haben mich mehrere Leute gefragt, ob der Bart neu ist. Nein, die Haare sind weniger und die Brille ist neu. Und der Bauch ist dicker. So. Das heißt, eure Kunden zahlen ja eigentlich für die Zielerreichung. Weil ich höre immer wieder, wenn ich auch zu Unternehmen komme, naja, aber dann können wir das ja gar nicht mehr so teuer verkaufen, weil wenn die KI das Ganze macht, dann ist das ja nichts mehr wert. Würde ich tatsächlich genau mit dem Argument entkräften, eure Kunden zahlen nämlich nicht für den Weg dorthin, sondern für die Zielerreichung. Und die große und spannende Frage ist, warum setzen wir uns alle oder sehr viele, und ich mache das sehr oft auch selber, hin und verkaufen Stunden und verkaufen nicht Ergebnisse? Weil das ist genau der Fehler. Warum verkaufst du dann immer den Weg? Warum sagst du, ich brauche 130 Manntage, 150 Stunden, was auch immer? Und ich glaube, das ist tatsächlich ein Weg, wo wir uns selber so ein bisschen disziplinieren können, dass wir sagen, okay, wir verkaufen wirklich das Endergebnis, das, was der Kunde am Ende haben will, die schönen Zähne und nicht mehr die 2 Stunden bohren. Ja. Und mit künstlicher Intelligenz können wir sogar jemanden für uns bohren lassen. So. Und das ist eine Abkürzung einfach für euch und für den Kunden. Was versteht man unter künstlicher Intelligenz? Also, ich habe mir die Frage im Vorfeld gestellt und habe gesagt, haben wir es heutzutage tatsächlich mit einem echten Bewusstsein zu tun? Man hört das ja immer wieder, man sieht dann auch irgendwie immer so Ausschnitte von Terminator, ne, wo die ganze Welt irgendwie unterdrückt wird und die künstliche Intelligenz übernimmt alles und der Mensch wird unterdrückt. Haben wir es also bislang wirklich mit einem echten Bewusstsein zu tun? Kann man eigentlich momentan tatsächlich sagen, nein? Sondern was ist momentan künstliche Intelligenz? Es ist nichts anderes als maschinelles Lernen. Sprich,
Die künstliche Intelligenz kann bestimmte Dinge anhand von Wahrscheinlichkeiten berechnen, aber ihr fehlt, wir haben das irgendwie mal in meinem Psychologiestudium Weltverständnis genannt. Wenn du dieses Bild heute in eine KI wirfst, dann sagt die, ja, Wald mit blauem Licht im Hintergrund. So, völlig analytisch, einwandfrei. Ist absolut richtig. Wald bei Nacht vielleicht auch noch mit blauem Licht im Hintergrund. Wenn du aber gestern Abend einen Horrorfilm geguckt hast, wirst du das Bild ganz anders wahrnehmen, als wenn du vielleicht Jäger bist, der noch nie einen Horrorfilm geguckt hat. Oder wenn du an Außerirdische glaubst, hast du vielleicht auch eine völlig andere Assoziation und siehst den Wald gar nicht. Ja? Also, das meine ich mit Weltverständnis versus Sprachverständnis. Momentan haben diese künstlichen Intelligenzen, egal ob sie Text schreiben oder ein Bild generieren, haben eigentlich nur ein Sprachverständnis und berechnen das Ganze. Gucken wir uns das mal bei ChatGPT an. Es haben fast alle aufgezeigt. Weiß jemand, was GPT heißt? Das weiß niemand, ne? Wir benutzen das immer so, ChatGPT. Generative Pre-Trained Transformer. Sehr gut. Sehr gut. Was bedeutet das? Also letztendlich, es ist ein generierendes Tool, was vorher irgendwie trainiert wurde und was eure Anfragen, eure Prompts in Ergebnisse transformiert. So. Also ist letztendlich ChatGPT nichts anderes als ein sehr, sehr gut trainierter Papagei. Ja? So wie ich heute Morgen, der dann immer die Fragen nochmal gestellt hat, die vom Publikum gestellt wurden, macht der letztendlich nichts anderes als zu sagen, ich versuche ihm die bestmögliche Antwort zu geben. Dabei handelt es sich also um ein sogenanntes Large Language Model und ein Large Language Model in Kombination mit einem NLP. Macht euch keine Sorgen, müsst ihr euch nicht merken. Theorie ist auch gleich zu Ende. Large Language Model bedeutet einfach, es wird wahnsinnig viel Sprache eingespeist und kombiniert mit einem Tool, was tatsächlich versucht, natürliche Sprache zu imitieren. Wenn ich beispielsweise bei Google reinschreibe, was ist die Hauptstadt von Frankreich, bekomme ich wahrscheinlich ganz viele Suchergebnisse zu Paris. Und der Prozess bei ChatGPT funktioniert so, vereinfacht gesagt, ChatGPT durchsucht alle Quellen, die es zur Verfügung hat, mit den Wörtern Frankreich und Hauptstadt und nutzt dabei auch andere Sprachen. Sucht also beispielsweise auch nach France Capital. Dann geht GPT oder ChatGPT hin und berechnet einfach die Wahrscheinlichkeit der folgenden Wörter. Das bedeutet, es guckt, wenn jemand diese Frage gestellt hat oder wenn ich einen Artikel über Frankreich Hauptstadt finde, dann kommt sehr oft Paris drin vor und ich leite das Ganze ein mit vielen Dank für deine Frage. Die Hauptstadt von Paris ist Frankreich. Was uns dabei Angst macht, die Hauptstadt von Frankreich ist Paris natürlich. Ja, das Problem sitzt immer vor dem Rechner. Was uns dabei Angst macht, es antwortet halt nicht nur Paris, sondern macht das Ganze so ein bisschen schicker. Ich habe mal einen Screenshot gemacht. Die Hauptstadt von Frankreich ist Paris, sagt das Ding dann. Und dann kann ich eben auch weiter aufbauende Fragen stellen und kann beispielsweise sagen, erzähl mir mal etwas mehr über Paris und dann erzählt das irgendwas. Manchmal fantasiert das auch ein bisschen, manchmal stimmt das, was es erzählt. Dadurch muss man aber natürlich immer so ein bisschen auch wach sein und das Ganze auch so ein bisschen hinterfragen. Ja. Dadurch entsteht aber der Eindruck, dass ich eben mit jemandem tatsächlich chatte, weil es eben nicht mehr nur reine Fakten sind. Ja. Ich kann ChatGPT auch fragen, oder darum bitten, mir ein Märchen mit einem Piraten, der auf eine Schatzinsel reist und dabei seine neue Frau kennenlernt, zu schreiben. Dann schreibt es das. Aber letztendlich macht es nichts anderes, als bisherige Geschichten in irgendeiner Form neu zu kombinieren. Und das Gleiche haben wir eben auch bei unserer Bierwerbung gesehen. Das Gleiche ist tatsächlich eben auch der Fall, wenn ich sage, mach mir mal bitte ein Bild von einem Hamster, der in einem Raumanzug durchs Weltall fliegt. Ja? Dann wird eben nicht nur das nächste Wort vorhergesagt, sondern eben der nächste Pixel, das nächste Bildelement und so weiter. Dadurch entsteht dann eben der Eindruck, dass wir mit echtem Wesen und echtem Bewusstsein zu tun haben. Letztendlich ist es aber eigentlich nur eine Wiedergabe von bisherigen Inhalten, die einfach anhand von Wahrscheinlichkeiten neu zusammengewürfelt werden. Wer hat Midjourney schon mal eingesetzt von euch? Okay.
Midjourney ist ein Tool, damit kann ich tatsächlich einfach über einen sogenannten Prompt, also einen Befehl, sagen, erstell mir mal ein Bild, beispielsweise von einem Kind vor einer Burg oder eine Kinderzeichnung einer Burg. Je genauer ihr sagt, was ihr wollt, desto genauer bekommt ihr das. Und Midjourney ist auch einfach nur so ein Kombinationstalent. Das sucht dann Bilder von Burgen, sucht dann Bilder von Kindern und versucht die eben in irgendeiner Form zu kombinieren. Dabei kommen total unterschiedliche Sachen raus. Wer Midjourney schon mal benutzt hat, man kriegt meistens 4 Bilder. Und ich habe tatsächlich gesagt, ein Kinderbild von einer Burg. Und dann kamen diese Bilder raus. Einmal habe ich ein Kind vor einer Burg, dann habe ich ein sehr talentiertes Kind, was eine Burg malt. Ja, dann habe ich eine Burg mit einem Bild. Und dann habe ich nochmal ein Kind vor sowas ähnlichem wie einer Burg. Ja? Und ich als Nutzer kann dann sagen, okay, das erste Bild gefällt mir, machen wir da mal Variationen von und kann mich dann irgendwie immer näher an die Geschichte herannähern. Aber ich muss dem Ding eigentlich schon relativ genau sagen, was ich haben möchte, weil es dann eben auch besser diese Wahrscheinlichkeiten berechnen kann. Ich habe meine Patenkinder gefragt, was könnte ich heute für einen Prompt nutzen? Dann haben die gesagt, wir hätten gerne eine Weltraumstation, die ausschaut wie ein Einhorn. Das sind so Ideen, die kommen mir immer erst abends am zweiten Tag auf dem Joomla Day. Kinder haben das einfach, ne? Habe ich gesagt, okay, man muss das erstmal am besten in Englisch schreiben, draw an Anime-Style, also das sollte auch noch ausschauen wie Anime-Style, picture of a space station with unicorns. Also die Anforderung war eine Raumstation mit Einhörnern. Was es gemacht hat, es hat mir eine Raumstation gebaut, die ausschaut wie ein Einhorn. Ja? Kannst du machen. Ja? Wenn es so abgefahren ist, wirkt das auch alles einwandfrei und man kann dann sagen, okay, das linke untere Bild, das finde ich irgendwie cool, weil da ist noch jemand vor der entsprechenden Raumstation zu sehen. Oder beispielsweise, mach mal ein Bild von einem Podcast-Interview, wo zwei Typen in einer Bar sitzen und im Hintergrund sollen ein paar Leute zu sehen sein. Das sind die 4 Bilder, die mir Midjourney da entwickelt hat. Ja, das war nur aufgrund dieses Befehls. Also keinen von diesen Personen gibt es wirklich. Ähnlichkeiten zu im Raum befindlichen Personen sind vielleicht gegeben, aber ja. Man sieht aber so ein bisschen manchmal an den Details, hier zum Beispiel, das funktioniert ja hervorragend, da ist so ein komisches Riesenmikro, das passt irgendwie nicht, er hat irgendwie sich wahrscheinlich mehrfach die Hand gebrochen, ja, und bei ihm ist auch irgendwie der Stammbaum eher kreisrund, ne, wegen der Hände, aber auch das wird immer besser, also ja. Portrait of Indiana Jones und oil painting. Indiana Jones is standing in front of an Inca temple and some palms. In the background we see a Jeep. So, erstmal super. Kann ich natürlich drauf aufbauen, weil wahrscheinlich gibt es keinen Jeep, der nur einen Scheinwerfer hat, aber auf den ersten Moment fällt es nicht großartig auf, ne? Ich kann auch hingehen, und das können die Tools alle sagen, beispielsweise mach mir mal das Coachella-Festival im Stil von Claude Monet. Kriege ich ein Claude Monet-Bild vom Coachella-Festival. Also wer das noch nicht ausprobiert hat, guckt das euch mal an unter midjourney.com. Ja. Man sieht daran schon, man muss ein bisschen mitdenken, man muss vielleicht auch ein bisschen nachjustieren und auch bei den Antworten, die uns diese Tools heute geben, sollte man immer noch mal so ein bisschen mitdenken und die Sachen hinterfragen. Aber generell kann ich einfach Dinge tun, wofür ich vorher entweder einen Grafiker bezahlen musste, ein Fotoshooting machen musste oder sonstiges. Das heißt, der Job wird dir später, das ist tatsächlich meine Kernaussage, eigentlich dein Job wird dir nicht von der KI weggenommen, sondern eher von Leuten, die wissen, wie man mit einer KI umgeht. Deswegen, ich bin sehr beruhigt, ihr habt ja alle schon gesagt, alles mal ausprobiert, seid da echt offen. Also wer da jetzt nicht mitmacht, sollte spätestens nach dem Wochenende mal das ein oder andere Tool nutzen. Wer hat tatsächlich, wenn ihr ehrlich sein wollt, könnt ihr sein, wer hat tatsächlich noch kein KI-Tool genutzt bislang? Okay. Auch die Angst ist momentan noch unbegründet.
Ja, ich schreibe heute schon bei ChatGPT immer rein Bitte und Danke, weil ich mir denke, okay, wenn sich da drastisch was ändert, dann bin ich wenigstens der Typ, der nett war. Ja. Okay. Ach, den Gag könnt ihr morgen nochmal bei Alexander Metzler hören. Unabgesprochen. Okay. Aktuelle Favoriten. Ich weiß nicht, wer von euch regelmäßig Bilder beispielsweise mit Midjourney generiert. Es gibt tatsächlich eine Plattform, die nennt sich Wirestock.io. Da kann ich mich anmelden. Ich glaube, $7 kostet das. Lade da meine KI-generierten Bilder hoch, verschlagworte die, schreibe so ein bisschen, was da drauf zu sehen ist. Und dann pusht das Ding, ich glaube, meine Bilder auf 30 Stockfoto-Plattformen und verkauft die in meinem Namen. Die nehmen sich dann natürlich zu ihren $7 im Monat auch noch eine gewisse Gebühr. Ja, eine Frage. Ihr dürft übrigens immer Fragen stellen. Du kannst inzwischen tatsächlich die Sachen auch upscalen. Das geht. Mit einer Pro-Version funktioniert das. Oder eben wieder einem anderen Tool, was dann auch die Bildpixel quasi verdoppelt, verdreifacht. Funktioniert ganz gut. Ja, wer also da ein paar Bilder rumliegen hat und sich was dazu verdienen will, Wirestock.io. Meistens kommt die Frage, irgendwann ist das denn rechtlich alles okay? Ja, es ist tatsächlich eine Grauzone. Dadurch, dass wir ja im Grunde genommen auf altes Material zurückgreifen und das mehr oder weniger so eine Rekombination ist, verhält es sich momentan aber so, dass die meisten Anwälte sagen, die Schöpfungshöhe ist so groß und ihr, der den Prompt eingibt, seid quasi die Urheber. Damit ist es momentan zumindest ja, fast schon okay. Momentan gibt es dazu halt noch keine echten Rechtsprechungen. Aber die Plattformen wie Midjourney und so weiter, die geben euch halt eigentlich die kompletten Nutzungsrechte, auch kommerzieller Art. Also von Seiten der Plattformen ist es in Ordnung. Was die Menschen und die Datenbanken am Ende dann machen, die dazu mal eingelesen wurden am Anfang, weiß ich tatsächlich noch nicht. KI-Stimme aus eigener Stimme erstellen. 11labs.io. Wer das noch nicht gesehen hat, ich zeige euch das mal kurz. Absoluter Knaller. Ich denke mal, die meisten kennen von euch ja noch so... Oh, ihr seht gar nichts, ne? Wie machen wir das denn? Moment, gehen wir hier einmal raus. So müsstet ihr... Nein. Ach, herrlich. Da kommt was, oder? Okay, also 11labs.io. Die einen oder anderen kennen bestimmt noch so ganz furchtbare Sachen. Ich habe irgendwie mit dem Amiga 500 angefangen, der konnte auch schon sprechen. Ja, das klang alles eher so, ich habe hier einfach mal, wen nehmen wir denn hier? Wir nehmen mal Nicole. Nicole ist Amerikanerin und ist optimal für Audiobooks. Und die hat so eine flüsternde Stimme. Ich finde, die kann man auch gut an so Telefonhotlines oder in so esoterischen Warteschleifen machen. Die soll jetzt einfach, der Einsatz von künstlicher Intelligenz kann dir das Leben in der Agentur unglaublich vereinfachen. Probier verschiedene Angebote einfach mal aus und spiele damit herum. Sprechen. Jetzt hören wir uns das Ganze mal an. Und 11labs.io ist so momentan der Marktführer. Der Einsatz von künstlicher Intelligenz kann dir das Leben in der Agentur unglaublich vereinfachen. Das ist fast schon meditativ. Probiere verschiedene Angebote einfach mal aus und spiele damit herum. Ja, die Nicole, die ist halt eher so von der sanften Art. Der Adam ist ein ganz anderer Typ, ne? Also... Adam macht das viel schneller. Der Einsatz von künstlicher Intelligenz kann dir das Leben in der Agentur unglaublich vereinfachen. Probiere verschiedene Angebote einfach mal aus und spiele damit herum. Die sind, glaube ich, seit 4 Monaten am Markt. Das ist jetzt schon mal nicht so schlecht. Man hat ja ganz viele Stimmen und wie gesagt, man kann seine eigene Stimme auch hochladen. Einfach so um die 3 Stunden Audiomaterial von sich selbst. Ich habe irgendwie ein paar alte Podcast-Folgen hochgeladen. Jetzt muss ich halt leider 4 Wochen warten. So. Aber... Ja, ich darf das nur auswählen. Aber wenn du willst, kannst du meine Stimme haben. Ja. Das ist 11labs.io. Ja. Damit ich nicht nochmal hin und her schalten muss, gucken wir uns die anderen noch kurz an. AudioPen
super Tool. Ich kann einfach irgendwas da reinquatschen und AudioPen wandelt das dann um in einen sendefähigen oder veröffentlichungsfähigen Blogbeitrag, Social Media Post oder irgendwas. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, weil ich weiß nicht, ob der jetzt meine Stimme hierüber aufnimmt. Wir probieren das mal. Wenn du überlegst, künstliche Intelligenz in deiner Agentur einzusetzen, dann solltest du einmal überlegen, welche Tätigkeiten du an die künstliche Intelligenz auslagern kannst und wie du deine Workflows damit vereinfachen kannst. Im zweiten Schritt solltest du dann verschiedene Tools testen, recherchieren und eruieren und im dritten Schritt langsam die Tools in deine Agentur einführen. So, jetzt lädt er das irgendwie hoch. Ich hoffe, er hat irgendwas gehört. Ich glaube aber schon. Transkribiert das. Schreibt das um. Und 4 Stunden später. Ja. Ich hätte da jetzt auch mich 3-mal verschlucken können und noch 4-mal räuspern und noch überlegen. Ich kann auch sagen, mach mir davon nochmal mehrere Varianten, übersetze mir das in alle Sprachen dieser Welt. Und das Ding hat sogar noch eine API und dann kann ich tatsächlich die wildesten Dinge damit tun. Ja. Das ist AudioPen. Die anderen zeige ich euch gleich, weil das baut ja alles hier so aufeinander auf. So, jetzt muss ich mal meine Maus wiederfinden. Jetzt geht es hier nämlich weiter. So, 11 Labs, das war die Geschichte. Ideogramm habe ich euch jetzt noch nicht mitgebracht, ist ein Bildgenerator. Wer schon mal mit Midjourney gearbeitet hat, weiß, dass sie sich momentan, demnächst gibt es einen neuen Release, schwer tun mit Schriften. Bei Ideogramm AI, kostenloses Tool übrigens, kann ich zum Beispiel sagen, mach mal, erstell mir eine Yacht und auf der Yacht soll draufstehen Nebulus oder sowas. Oder mach mir mal ein T-Shirt-Design und da drauf soll stehen Duzen. Ja, ist gutes T-Shirt. Ja, und dann macht es das auch tatsächlich, weil das kann tatsächlich Schriften generieren. Guckt euch das gerne mal an. Avatar-Videos erstellen. Ich mache mehrere Bilder von mir, lade vielleicht ein Video von mir hoch und dann kann ich mit Hey Jan tatsächlich einen digitalen Avatar von mir erstellen. Das sieht ziemlich echt aus. Die haben auch ein paar Demo-Geschichten. Ich kann das leider alles nicht jetzt ausführlich zeigen. Wer aber Lust hat, guckt einfach mal rein. Sehr beeindruckend. Wie gesagt, es gibt einige YouTuber, die benutzen 11 Labs, um ihre Stimme zu generieren, digitalisieren und nutzen dann HeyGen, um damit tatsächlich Videos zu erstellen. Der macht Denkpausen, der zieht die Stirn hoch, der blinzelt, alles mögliche. Also sieht nahezu echt aus und wie gesagt, diese Tools sind alle wenige Monate eigentlich alt. Da wird sich noch einiges tun. Sprachaufnahmen in fertige Texte umwandeln, das war die Geschichte, die wir gerade ausprobiert haben. AudioPen. Dann gibt es AI-Fotoshootings. Suitup.ai. Wer das kennt, ich brauche jetzt unbedingt ein neues LinkedIn-Bild. Dann sind wir ja früher zum Fotografen gerannt oder haben irgendwie die Schwester gefragt, die gerade noch irgendwie Fotos machen kann oder so. Und dann hat man Fotos gemacht. Bei SuitUp musst du, glaube ich, 16 oder 30 Bilder, 30 Bilder, glaube ich, sind es, hochladen und dann kannst du Bilder generieren. Ja? Das ist jetzt komplett, ja, ihr lacht, ne? Es hat mich halt etwas dicker gemacht, als ich wirklich bin, aber es ist okay, finde ich. Ja? Welche Fotos hast du hochgeladen? Ah. Es gibt noch andere Fotoshootings von mir, wer möchte. Nein. Sieht natürlich künstlich aus, weil natürlich ist der Bauch zu dick und ich trage auch kein Grün so gerne, aber es geht. Ja? Nein, aber ohne Witz, das fand ich zum Beispiel gar nicht schlecht. Ja? Ich habe halt nicht so volles Haar und auch nicht so einen schönen Bart. Ne? Und auch nicht so eine gesunde Hautfarbe, aber kannst du machen. Wenn du das dann aber kombinierst, zum Beispiel mit Firefly, kannst du tolle Dinge tun. Ich zeige euch das mal kurz. Sehen wir hier schon Firefly? Ja, genau. Jetzt muss ich wieder die Maus suchen.
Firefly, ja, das Bild. Firefly ist ein Tool von Adobe, das kann sehr, sehr viel. Und das könnt ihr auch kostenlos nutzen. Ihr braucht dazu auch kein Adobe-Abonnement oder sowas. Und die haben was drin, das nennt sich generative Füllung. Das kennt ihr vielleicht auch aus Photoshop Beta. Ist einfach firefly.adobe.com. Und dann könnt ihr so Bilder auch tatsächlich korrigieren, ne? Weil, ihr habt das sicherlich gerade gesehen, die Bilder von denen, die ich da hochgeladen habe, sind etwas älter. Inzwischen werden die Haare ja weniger. Und in so 3 Monaten kann ich dann einfach sagen, generiere mir da bitte eine Glatze. Ja? Und dann hilft mir dieses Tool auch, diese Fehler auszubügeln. Denkt länger natürlich nach. Funktioniert wahrscheinlich live jetzt überhaupt nicht. Na toll, oder? Ja, ich habe 3 verschiedene Varianten. Ja, es sieht super aus. Ich finde, das kommt doch schon der Wahrheit relativ nah, oder? Ich kann aber auch mehr generieren lassen, wenn es mir nicht gefällt. Ja? Ich kann da drin natürlich auch irgendwelche anderen Dinge tun. Ich kann auf einem Fluss plötzlich einen Schwan erscheinen lassen oder wenn jemand eine Rose in der Hand hat. Na, das ist aber hier, oder? Vor allen Dingen die 3 Haare da oben. Also so würde ich es auch lassen, glaube ich. Weiß nicht, was hier passiert ist, aber gut. Ja? Also man kann auf jeden Fall damit gut einiges rumspielen. Ja? Bin bekannt für meine seriösen Vorträge. So, weitere KI-Tools für den Einsatz im Job. Es lohnt sich auf jeden Fall noch, sich folgende Sachen mal anzugucken. Sheet-GPT generiert sich in Office 365 und in Google Workspace. Und damit könnt ihr so wilde Dinge tun wie einfach beispielsweise über eine Formel und eine Anweisung euch komplette Redaktionspläne zusammenbauen. Ja? Ihr könnt aber auch beispielsweise mit ChatGPT sagen, erstell mir mal bitte eine Tabelle, wo ich meinen Stundenplan zusammenstellen kann und nutze, um den Stundenplan zu befüllen, beispielsweise meine Aufgaben, die ich in Asana habe. Also solche wilden Dinge gehen auch, wenn ich die angebunden habe. Und dann baut mir ChatGPT komplett meine Excel-Sheets und meine Google-Sheets. Dann gibt es Ellie. Ellie ist ein KI-Assistent und plugt sich in euer Mail-Clients rein. Habe ich was Ähnliches zum Beispiel im Einsatz, wenn eine Neukundenanfrage reinkommt und die stellen kurz das Projekt vor und fragen, was kostet das? Habe ich 2 Buttons und kann sagen, ablehnen oder zusagen. Wenn ich zusage, schreibt es automatisch zu Google Meet eine Einladung, macht einen Termin in das Ding rein und schreibt auch noch so ein bisschen Prosatext drumherum. Ja, vielen Dank für die Anfrage, das ist aber ein super Projekt. Ich freue mich riesig. So, das alles mit einem Knopfdruck. Ich würde sagen, seit ich sowas integriert habe, spare ich locker 30% Zeit bei der Beantwortung der E-Mails. Weil das Ding auch tatsächlich die E-Mails einmal ausliest, alles übrigens auf dem eigenen Rechner, das wird nicht irgendwo hochgeladen und entsprechend dann beantwortet. Merv AI ist sowas Ähnliches wie 11 Labs. Dann gibt es Synthesis AI, das erstellt eben künstliche Avatare für Produktvideos. Da kann ich eben auch andere Bilder von anderen Personen hochladen oder ich könnte beispielsweise auch Bilder mit Midjourney generieren und von dieser Person dann einen Avatar erstellen. Das muss man natürlich nicht immer nur selber sein. Und Formularbot macht aus Textanweisungen tatsächlich Excel-Formeln. Ja, ich kann keine Excel-Formeln. Ich kann irgendwie sowas gleich Summe x1 plus x2 und sowas. Da hört es dann aber auch schon bei mir auf. Ich kann dann aber eben sagen, berechne mal aus der Summe, aus dieser Spalte den Mittelwert und schreibe ich einfach da so rein. Und dann baut der mir da komplette Formeln. Und das funktioniert ziemlich gut. Wie ich schon sagte, bei allem ist es immer ratsam, sich gut mit dem Personal zu halten. Deswegen sage ich immer vielen Dank und bitte und so, wenn ich irgendwo was reinschreibe. Und man sollte die ganzen Dinge einfach mal im Auge behalten. Im Auge behalten, ich muss mal gerade gucken, wie viele Minuten ich noch habe, ein bisschen. Heißt, schaut euch das Ganze mal tatsächlich in der Suchmaschine an. Es gibt Toolify.ai. Das ist ähnlich wie die Extension Library von Joomla. Einfach eine Auflistung. Ich kann sagen, ich suche ein Tool, was Videos generiert und Texte versteht. Also ich habe verschiedene Filtermöglichkeiten. Und das Tool
liefert mir dann entsprechend die Angebote dazu. Also wer da so ein bisschen tiefer mal eintauchen will, ich glaube, es gibt inzwischen sogar Bewertungen von den Tools. Also es sieht wirklich so ein bisschen aus wie die Extension Library, nur für AI-Tools. Könnt ihr euch noch an die Bierwerbung am Anfang erinnern? Okay. Wollt ihr noch eine sehen? Also nicht die gleiche, nochmal eine andere? Okay. Ich habe was gefunden, da geht es um ein Burger-Startup. Fast noch besser. Viel Spaß. When hunger strikes and you need a treat, Burger Blast is the place to meet. With juicy patties and cheese so melty, Burger Blast is where you need to be. Burger Blast, the place to be. Burgers so good, they'll set you free. Burgers out of this world, so tasty and unique. But what you don't know, they're from a planet you can't speak. The aliens have landed, they're using burgers to control the secrets in the sauce, that's how they take their toll. Burger Blast, the place to be. Resistance. Song ist übrigens auch von der KI generiert, ne? Nicht nur das Video. Text, Musik, alles. And a drink to quench your thirst. Burger Blast, the alien plot to take over the earth. So come on down to Burger Blast and take a bite of the unknown. You'll be doing their bit and you'll never be alone. Come on down to Burger Blast today and for a limited time receive a free collectible hat with qualifying combo order. Also wer jetzt noch keine Angst vor AR hatte, haben sie spätestens jetzt, oder? Burger Blast! Ja. Das ist das Beunruhigendste, finde ich, das letzte Bild. Man weiß nicht, was es heißt, aber es ist auf jeden Fall. Okay, habt ihr Fragen? Ja. Ja, also ich nutze tatsächlich nicht Ellie, sondern ein anderes Tool, was das Ganze auf meinem Rechner macht, angeblich, und nicht weitergibt. Ich habe mal so ein bisschen geguckt, was wird übers Netzwerk übertragen. Passiert tatsächlich nichts. Muss ich gleich nochmal raussuchen. Das ist irgendeine Erweiterung für Outlook. Sag ich dir gleich nochmal, wenn du magst. Jawohl. Bard, ja. Ich habe Bard zum Beispiel jetzt gar nicht erwähnt von Google, aber auch die ganzen Tools von Microsoft und Co. Die werden in Kürze natürlich alle kommen, tatsächlich. Also alle großen Player, auch Meta ist gerade dran. Das ist jetzt momentan halt tatsächlich ein Riesenwettlauf. Also ich habe jetzt im Moment erstmal nur so Tools genommen, die so für sich stehen, weil wir werden in unseren Office-Produkten und in unseren Suchmaschinen und so in Kürze alle natürlich künstliche Intelligenz haben. Gibt es tatsächlich, da erzählst du morgen, glaube ich, was zu, oder? Nicht? Du hast keine Session, okay. Ja, also es gibt Open-Source-Tools, genau, ja. Google arbeitet gerade zum Beispiel dran, das ist tatsächlich, also besteht eine Kennzeichnungspflicht, soll ich nochmal sagen, ne? Das war das Zeichen, okay, besteht eine Kennzeichnungspflicht für AI-generierte Inhalte. Google arbeitet beispielsweise gerade dran, dass es über sowas ähnliches wie Wasserzeichen erkennt, wenn Bilder beispielsweise manipuliert sind oder komplett AI, KI generiert sind. Ich glaube, das wird halt eine riesen Herausforderung, weil so langsam kann man ja nichts mehr glauben, was man im Internet sieht. Und das, ja, wie du schon sagst, es wird wahrscheinlich vielleicht 70% erkennen, aber so richtig funktionieren. Du wirst es immer aushebeln. Ja. Schauen wir mal, ja. Also momentan ist das noch relativer wilder Westen. Ne? Als ich 96 irgendwie mit so Webentwicklung angefangen habe, das war ähnlich. Da gab es auch keinerlei Reglementierung. Konntest du die wilden Sachen machen. Ja. Konntest nun zum Glück noch nicht so viel. Ja.
Tatsächlich, bislang ist mir noch keine Mail aufgefallen, wo ich definitiv hätte sagen können, dass die KI generiert ist. Und ich sende natürlich auch keine raus, die allzu künstlich wirken. Also, ja. Ja. Ja, also genau. Also die Anmerkung war, wer Kundendienste anschreibt, bekommt automatisch wahrscheinlich sowieso schon Nachrichten bzw. Antworten. Ja, es gibt tatsächlich auch Chatbots, kennen wir ja alle schon. Die musste man ja bisher immer so ein bisschen auch trainieren und Informationen zur Verfügung stellen und sagen, wenn der das fragt, dann antwortet das. Und wenn er dann immer noch eine Frage hat, dann schick ihn dahin. Das machen die Tools inzwischen halt auch schon sehr, sehr selbstständig, ja. Also da sollte man sowieso ehrlich sein, auch sag ich meinen Kunden beispielsweise, wenn sie ein kleines Budget haben, aber beispielsweise Landingpages oder sowas brauchen und den Text nicht liefern, dann sage ich halt auch, für das Budget können wir das gerne machen, aber dann eben mit beispielsweise alle SEO-Tools haben inzwischen auch fast alle Textgeneratoren auf AI-Basis. Wenn du da mit offenen Karten spielst, dann ist auch da die Akzeptanz da. Ja. Ja, es gibt sogar ein Tool, das nennt sich hier oben, ist das, glaube ich, installiert, Perplexity. Da sage ich dann einfach, ich sehe leider nicht, was ich tippe. Ja, okay. Was macht diese Agentur hauptsächlich? Und sage, Fokus ist bitte die gesamte Webseite. Oder ich sage von mir aus nur diese Seite. Und dann fasst er mir das zusammen. Ja. Das hat, ja, das ist jetzt so ein bisschen gut, Digitalagentur, Markenagentur. Je nachdem, welche Frage ich da stelle. Summarize beispielsweise. Das gibt es übrigens auch für lange E-Mail-Verkehre. Ihr kennt das alle, wenn dann der Zehnte in der zehnten Ebene irgendwie geantwortet hat. Ja, das geht schon. Ne? Wenn ich jetzt noch Englisch könnte, dann wäre es total einfach. Ne? Ja, bitte. Genauso funktioniert AI. Wenn, das nicht, wenn du nicht weißt, dass es falsch ist, klingt es gut. Ja. 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 Künstliche Intelligenz fasst Fußballspiele zusammen. Was bei mir zum Beispiel, was ich sehr oft nutze, wir produzieren Podcasts. Ich lade die fertige Podcast-Folge hoch und der macht mir automatisch eine Zusammenfassung in Textform. Und hört sogar, wenn ich sage, die Stimme ist der Peter, das ist die Petra. Und dann schreibt er automatisch sogar, Peter hat gesagt und so weiter und so fort. Das ist völlig irre. Ja. Magic Cast, Cast Magic. Guck mal gerade.
Cast Magic. Gab's mal bei AppSumo für $75 Lifetime-Lizenz oder so. Mega Ding. Okay, ich glaube, ich muss Schluss machen. Wir müssen jetzt gleich Foto machen vor dem Hotel, bitte. Einmal fürs Gruppenfoto. Ich danke euch fürs Zuhören. Dankeschön.